Ja, moin, willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Ich bin unterwegs zur Drow-Stadt und bin hier nochmal in die Gefährnki reingelaufen. Die haben sich nicht so richtig weit weg Aber teleportiert. natürlich, werter Freund. Und jetzt wollen wir doch einfach mal gucken, was die noch zu sagen haben. Die freuen sich Ihr bestimmt. lebt! Die Illithiden haben euch ziehen lassen? Erstaunlich. Es sei denn, ihr macht gemeinsame Sache mit ihnen. Ich warne euch, wenn ihr ihnen dient, werdet ihr das Schicksal der Illithiden teilen. Tja, also, ich denke mal. Nein, in Wirklichkeit habe ich das ganze verdammte Pack ohne euch ausgelöscht, Mann! Ich spüre Feindseligkeit. Ich rate euch, euren Zorn herunterzuschlucken. Es ist bewundernswert, dass ihr überlebt habt, aber das bedeutet noch lange nicht, dass ihr gegen uns überleben würdet. Ich bin confident. Wir werden euch auf die Probe stellen müssen, doch euer Tod ist das einzige Ergebnis, das wir anstreben. Es ist schade, dass ihr euch befreit habt. Wait, what? Ich hatte gehofft, ihr würdet sterben und das gestohlene Silberschwert, das ihr tragt, würde in der Stadt der Illithiden zu Boden fallen. Wir würden mit großer Kraft zurückkehren und mit Gewalt Gerechtigkeit einfordern. Ich habe ein solches Schwert nicht gestohlen, Saemon Havarian hat es mir gegeben, genau. Er durfte es nicht geben, es war überhaupt nicht seins. Es wurde unserem Volk gestohlen und muss zurückgegeben werden. Die Klinge ist ein Silberschwert, eine Waffe, die unseren großartigsten Anführern von unserer Königin selbst anvertraut wurde. Die in so einem großen. Also, sie kann weder hergegeben noch verkauft werden. Wer so etwas tut, verwirkt sein Leben. Oh, oh, oh. Eure Wörter können tanzen, wie sie wollen, aber wir wissen, dass Saemon Havarian es hatte und es euch übergeben wurde. Es wird zurückgegeben. Ihr könnt die Übergabe gar nicht gesehen haben. Ich werde das auf jeden Fall aber nicht zurückgeben. Ist eine gute Waffe. Aber deshalb habe ich sie weggeworfen. Das war eine wenig imposante. Ihr könnt das gar nicht gesehen haben. Wir machen mal Disbelief. Also ich meine ganz ehrlich, ja, kann natürlich sein, dass Saemon das geklaut hat und mit Hehlerware handeln und so und ne und so. Das mag ja alles sein. Nach modernem Recht. Aber wir wissen natürlich auch gar nicht, wie Simias mit den anderen zusammenhängt. Das ist ja hier nicht so, dass das gesamte Volk mit einer Stimme spricht. Das ist ja unrealistisch. Dem ist nicht so. Ich glaube, ihr seid zu plump, um ein solches Ereignis zu verbergen. Ich denke, ihr werdet hier sterben und wir werden sehen, ob euer Leichnam das Schwert dabei hat. Aha, wenn ich die Die jetzt Gruppe nicht braucht angesprochen mich. hätte, was wäre dann What passiert? can I do? Ja, wir sind ja im Vollbegriff Besitz unserer magischen Kräfte, mein Freund. Schreit nicht so, ich kann euch ja Aber ich hören. weiß nicht, ob du das so geil findest. Was ist nun los? Ja? Ja, einfach drauf. Halt du in der Kraft! Auf euren Befehlen werde ich vorrücken. Ready for anything. Jan Jansen, melde dich. So. Good. Was ist da passiert? Kritischer Treffer Nira? Der jedenfalls ist er zerspratzt. Ja. Ja, Psy-Schlag bitte. gegen Sir Anon. Wo sind die denn alle? Also, ich weiß ja nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Aber ich meine, wenn er jetzt weiß, wir haben das Ältestengehirn kaputt gemacht. Schon Dann unterwegs. weiß er doch auch, wenn er mit einer großen Kraft Gefienki zurückkehren muss, um das zu bewerkstelligen, dass er sich besser nicht mit uns anlegen sollte. Schon gar nicht so random. Dann hätte ich ja gewartet, bis wir mal rasten oder so. Ja, nun ist er auf jeden Fall um. Schade. Augen auf bei der Gegnerwahl. Und ich glaube, wir müssen auch hier lang. Ja, sieht ganz gut aus. Hier wohnen alle so aufeinander, das ist ein bisschen unrealistisch. Oh, wait. Kampfgruppe der Drow. Happy to help. Sei mal unsichtbar, Nira. I'm ready. That's it. Bin ich zu doof, die dunkle Höhle zu finden? Wir müssen ja erst noch ein bisschen hier was an unserem Aussehen machen. Aber vielleicht gehört das auch so. Alter, die Hilfe! Ein Drow. Ein Drow Ja. schreit nicht nach Hilfe. Also, die sind gegen
Also die sind auf jeden Fall gegen das allermeiste an Magie immun. Weil die ja als Drone eine sehr hohe Zauberresistenz haben in dieser Auflage. Oh oh. Jan, mach keinen Scheiß. Sag mir, was zu tun ist. Okay, der steht da zum Glück weit hinten. Aber wer geht denn auf den? Kann ich jetzt gerade nicht so erkennen. Ist das jetzt besser? Wo ist denn Bib? Ah, der kommt eh nicht durch. Der da hinten geht auf Jan, glaube ich. Oh no. Steht zu eurer Verfügung. Mein Freund. Ja, der schießt auf ihn. Ich krieg den wahrscheinlich nicht rechtzeitig gerettet. Nee. Schade. Ja, da war es doch die längste Zeit mit Muzzy als Anführer. Okay, dann brauchst du den auch nicht mehr rauszuzaubern, den Zauber. Dann mach dich mal unsichtbar. Diese verfluchten Kampfgruppen. So. Razzat hat dich gerecht, Jan. Ja, bitte. So. Nun wird es Zeit, dass Anomen wieder das Heft in die Hand nimmt und mit großer Weisheit diese Gruppe durch das Unterreich führt. Denn ich alleine kann den guten Jan aus dem Reich des Todes zurückholen. Ja, Anomen, wissen wir alles. 61, Jordan. Fang mal an. Entschuldigung, zu viel Steckrüben. Tja, das ist ja nicht so gut gelaufen. So. Müssen wir ihn erstmal wieder ein bisschen ankleiden hier. Das kriegen wir aber hin. Warte mal. Das sind gerade ausgerechnet die beiden Waffen, die er standardmäßig nicht trägt. Da verkackt er als Gnom einfach seinen Rettungswurf gegen Festhalten, gegen Lähmung. Das ist ja nicht zu fassen, ne? Kann man ja keinem erzählen. So, da ist er aber schon wieder halbwegs auf dem Damm. Müssen wir ihm noch ein paar Pfeile ins Inventar packen. Ich glaube, er hatte das so. Hatte der nichts in der Offhand? Ich bin mir sicher, dass der was in der Offhand hatte. Ach so, der hatte bestimmt... Hat bestimmt so gekämpft, ne? Ja, okay. So. Hier und da. Und dann kann es ja auch schon weitergehen. Ja. So. Ich hoffe, das bringt was. Wollen wir mal einfach hoffen, dass die Drow nicht merken, dass wir die ganze Zeit ihre Ausrüstung gleich verkaufen werden. Aber ich glaube, die Preise sind da extra ein bisschen runtergesetzt worden. Also, das brachte jedenfalls nicht so viel, wie man aufgrund der cool designten Stats hätte erwarten können. Ja, das sollte nicht so schwierig sein. Okay, ich Anon. Höre euch bestens. Mach das mal so. Und dann... Ja, das muss reichen. Ich bin unter Gerechten. Kriegt Razzat noch einen ab. Sag mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich. Wir sammeln hier noch schnell das ein. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass man diesen Weg erstmal gehen muss. Wir müssen ja die Drow auch noch reinlegen, wie immer. Ach, das wollte ich ja vielleicht anziehen. Wie kann ich helfen? Aber bei Arvoren, so soll es geschehen. Es ist seltsam. Hier geht's, glaube ich, schon in die Stadt, ne? Und das ist nicht so gut. Nee, das ist die dunkle Höhle. Da muss ich hin. Ach, dann geht's da weiter in die Stadt. Ja, natürlich. Die Drow haben hier bis zu diesem Ort hier, haben die einen,
Haben die den Weg gepflastert? Hier ist schon so wieder so verdächtig. Das sah doch auch bei Vierkrack so aus. Okay, wir haben ja diesen Lichtstein dabei, deswegen können wir hier was sehen. Willkommen. Willkommen in meinem Reich. Ich habe eure Fortschritte mit großem Interesse beobachtet. Genau, und wir wissen ja von den tiefen Gnomen, dass man sie gerne mit werter Dame anreden soll. Deswegen machen wir das auch erstmal. Ja, ganz bestimmt, aber wegen der Schmeicheleien habe ich euch nicht erlaubt, zu mir zu kommen. Glaubt nicht, dass ich großzügig bin. Ich bin nicht so tolerant wie andere meiner Art. Sie macht sich auch gleich Freunde, ne? Ich bin Adalon, die Wächterin, und ich habe meine Pflicht getan, so gut es mir möglich war, viele Jahrhunderte lang. Ich war nicht die Erste, aber ich kenne die Geschichte. Mir sind die Ruinen der Elfen dort oben anvertraut, ein uralter Tempel, der den Übergang zum Unterreich darstellt. Es gibt auch andernorts welche, aber dieser war der Erste. Der Erste was? Wir haben es nicht gecheckt, der Erste ins Unterreich. Was, für was steht ihr als Wächterin ein? Genau. Der Tempel kennzeichnet den Ort, an dem die Elfen mit den dunklen Herzen zum ersten Mal hinabgestiegen sind, um sich deutlich von den anderen Elfen abzugrenzen und zu den Drow zu werden. Die Drow bewahren diesen Außenposten von Ust-Nathar als ein Zeichen, eines, welches verantwortlich war für viele Kämpfe. Ich habe die Feindseligkeiten unterbunden und Jahrzehnte des Friedens gesehen. Doch kürzlich gab es hier ein Verbrechen, durch das ich meiner Verpflichtung nicht länger nachkommen kann. Ich bitte euch um eure Hilfe. Sie ist zwar nicht tolerant und hat schon gleich gesagt, hier, aber sie bittet uns jetzt mal um Hilfe. Okay, im Gegenzug werde ich euch helfen. Alles klar. Ich werde zuhören. Ruhe, Mann! Ich rede hier. Was? Ich werde euch sagen, wann ihr sprechen dürft. What? Dies ist eine sehr wichtige Angelegenheit und ich möchte nicht unterbrochen werden. Okay, die legt mal ihre... Also sie ist ja ein Weibchen, sie kann ihre Balls nicht auf den Tisch legen, aber... Wenn sie männlich wäre, hätte sie es jetzt getan. Die Drow respektierten jahrhundertelang die Grenzen dieses Ortes und drangen nur zur Leibesertüchtigung und zu kleinen Gerangeln ein. Das war ausgewogen. Die beiden, die ihr sucht, diese Bodhi und John Irenicus, ich glaube, sie trafen mit den Drow eine Abmachung, dass sie selbst freien Durchgang haben und zeigten ihnen eine Möglichkeit auf, wie sie gegen die feindlichen Elfen angehen konnten. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich meinen Einfluss nicht ausgeweitet habe. Ich kann es nicht. Irenicus handelte mit meinem höchsten Besitz. Er verwüstete mein Reich und bestahl mich. Sie haben meine Eier mitgenommen. Also jetzt nicht ihre, sondern die, die sie gelegt hat. What? So ein Unglück. Ich vermute, sie drohen, sie damit zu zerstören, falls sie herauskommt. Mir wurde gesagt, dass, wenn ich dieses Haus verlasse, meine Eier zerstört werden würden. Das ist der Höhepunkt in einer langen Reihe von Gräueltaten, deren Zeugin ich wurde. Ihr müsst sie für mich zurückholen. Tut es und ich werde euch einen sicheren Fluchtweg aus dem Unterreich zeigen. Einen, der ganz in der Nähe des Ortes herauskommt, an dem Irenicus seinen nächsten Schachzug plant. Außer euch nah an euer Ziel zu bringen, werde ich euch ebenfalls einen Gegenstand aus meinem Hort zum Geschenk machen. Er ist mächtig und eurer Dienste würdig. Ich wüsste gern, was ich eigentlich dabei tun kann. Ihr bittet mich, einer ganzen Drow-Stadt gegenüberzutreten. Da sehe ich mich. Ich bin mir der Gefahr der Sache bewusst, doch ich bitte euch nicht, den Ort einfach zu überrennen. Nein, es gibt einen viel raffinierteren Weg zum Erfolg. Ihr werdet die Identität einer Gruppe Drow annehmen, die ich kürzlich erledigt habe. Ein Trupp aus einer anderen Stadt, der nach Ust-Nathar unterwegs war. Zufällig waren das genau 4 Kerle und 2 Frauen. Ich werde euch umwandeln und ihr werdet in der Lage sein, euch zwanglos unter die Drow zu mischen. Sie werden die Illusion nicht durchschauen, die ich erschaffe. Wenn ihr am Tor ankommt, sagt ihnen, also einer, der wahrer Blick zaubert und die Sache ist durch, ne? Wenn ihr am Tor ankommt, sagt ihnen, dass ihr aus der Stadt Chetnasat kommt und dass ihr Zuflucht in Ust-Nathar sucht. Okay. Ihr sucht euch einen anderen Lakaien. Ne, ihr beschwört den Zauber. Wir machen das jetzt mal. Yo. Es ist vollbracht. Ihr gleicht nun den Bewohnern der Drow-Stadt. Ihr seid auch mit einem Hauszeichen versehen, das keine unnötige Aufmerksamkeit auf euch lenken wird. Ich hoffe, ihr verhaltet euch auch wie Drow, wenn ihr mit jemandem sprecht. Genau, das sind hier noch so 2 Hinweise. Also jeder Drow gehört einem Haus, einem adligen Haus oder einem bürgerlichen Haus, was auch immer. Die haben jedenfalls alle so ein Wappen, so ein Hauszeichen, mit denen man sie identifizieren kann. Und da kann man dann eben auch gucken, wie viel die in der Hierarchie der Drow gerade mal so wert sind. Und das ist schwierig, solche Runen zu fälschen und natürlich auch verboten. Und die Runen sind auch individualisiert und meistens auch noch individuell verzaubert, sodass man, dass man tatsächlich auch einzelne Drow wie mit so
bei einer Handyortung theoretisch aufspüren könnte, wenn man weiß, nach welcher Rune man sucht. Genau, und das ist auch so eine Sache, man muss sich auch wie ein Drow verhalten, sonst sagen die einfach, ja, hier ist irgendwas faul, bist du weich in der Birne, und dann kann das sein, dass unser Undercover-Einsatz auffliegt. So, ihr seid ebenfalls mit der Sprache der Drow vertraut und was ihr sagt, wird so verstanden, als hättet ihr die dunkle Sprache euer ganzes Leben lang gesprochen. Das ist natürlich nett, Adalon. Die Illusion wird so lange aufrechterhalten, wie es nötig ist. Wenn ihr versucht, die Stadt durch einen Haupttor zur Oberwelt zu verlassen, wird die Magie aufgehoben. Ihr seid auf euch allein gestellt und eure Chancen sind unvorhersagbar. Es tut mir leid, aber ich muss meine Interessen wahren. Die einzig sichere Flucht steht euch frei, wenn ihr meine Eier zurückerlangt. Das ist halt auch so fies, denn die erpresst uns ja jetzt, ihr zu helfen. Ich meine, das erscheint natürlich auch geboten, aber auf der anderen Seite, also die könnte natürlich die Siegel da oben auch brechen. Na gut. Also. Zwei. Solange ihr die Abmachung einhaltet, werde ich zufrieden sein. So, ich danke euch. Denkt daran, ihr seid aus Chetnasat. Legt euch einen Drow-Namen zu. Am besten Veldrin. Der ist sehr gebräuchlich. Okay. Die Gruppe braucht mich. Und schon sehen wir auch tatsächlich, und das ist relativ cool, sehen wir auch tatsächlich alle wie Drow-Elfen aus. Lustig ist das, wenn man mit, wie er hier auch aussieht, mit seinem lustigen fleischroten Lappenhemd jetzt. Wenn man mit Viconia hier ist, dann muss man ein bisschen aufpassen, was man hier sagt bei Adalon, und die ist natürlich von Haus aus Drow. Aber hier ist Anom und hier ist Nira. Ich meine, Nira sieht hier beeindruckender aus als mit seinem Lappenhemd. Ja, die Robe der Erzmagier sieht auch wieder schön bei ihm aus hier. Na gut, genau. Da sind wir nun. Ich glaube, hier gibt es sonst auch nichts zu holen bei ihr. Können wir noch mal gucken. Ne. Das ist ihr ganzes Reich im Augenblick. Top. Sehr beeindruckend. Silberdrachen, ja, von den guten Drachen, man ahnt es schon, also so von den standardguten Drachen, ihr die zweitmächtigsten, gleich nach den Golddrachen, wer hätte das jetzt gedacht? Könnt. Aber sehen natürlich super ihr nice aus. Eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen aber könnt. Natürlich, werter Freund. So. Und mit dieser Undercover-Einstellung können wir uns jetzt hier direkt neben, also die wohnt direkt neben der Drow-Stadt. Wieso sind das denn hier noch Feinde? Guten Tag. Ach, der läuft weg. Die Tore öffnen sich. Ja, nice. Wagt es nicht, Anweisungen der Mutter Oberin in Frage zu stellen. Ach ja, die Drow. Wer da? Ihr seid Drow, doch für heute sind keine Patrouillen geplant. Weist euch aus. Eindringlinge, die keinen Grund nennen, werden an Ort und Stelle getötet. Nennt den Grund eures Hierseins. Ich bin Bip aus Adlons Lager, ich bin total dumm. Aus Adlons Lager. So, wenn wir jetzt hier nehmen, bitte erlaubt mir hereinzukommen. Hehe, ich bin Veldrin aus Chetnasat. Dann denken die gleich, du bist viel zu pissfreundlich für einen Drow. Also sagst du einfach, nehmen wir hier mal die Antwort 4. Ich bin Veldrin aus der Stadt Chetnasat. Wir antworten mal halbwegs militärisch. Verzeiht, ich tue nur meine Pflicht mit einer Befragung. Bitte kommt rein. Er ist ja auf einmal pissfreundlich. Veldrin aus Chetnasat. Normalerweise würde man euch eingehend befragen, aber wir erwarten eine längst überfällige Gruppe. Na, so ein Zufall. Eure späte Ankunft hat die Pläne von Solorfein verzögert. Kommt schneller rein und holt euch umgehend Solorfeins Rat ein. Er ist von der Gesellschaft männlicher Kämpfer und wird euch erklären, wie ihr in Ustnata vorankommt oder eben auch nicht. Seid gewahr, dass ihr nur unter Vorbehalt aufgenommen seid und wenn ihr ihn nicht trefft oder irgendetwas anderes mit ihm dazwischen kommt, werdet ihr von allen, die dazu Lust haben, nur so zum Vergnügen gejagt werden. Die Gesellschaft männlicher Kämpfer befindet sich am nördlichen Ende der Stadt, hinter der Gesellschaft weiblicher Kämpfer und gleich vor der Spinnengrube. Alles klar, danke, auskunftfreudiger Dude. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, und schon sind wir in Chetnasat, auch eine relativ cool designte Stadt. Und hier sieht man auch schon, hier gibt es jetzt nochmal einiges zu tun. Und das werden wir auch tun, allerdings erst beim nächsten Mal. Ja, also, haut ihr rein, macht's gut und bis dann. Ciao.